Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem kleinen, aber sehr schönen YouTube-Kanal. Schön, dass du da bist. Viele Menschen, die hier abonnieren, sind grundsätzlich sehr nice, sehr attraktiv. Und auch du kannst dazu gehören. Falls du noch nicht abonniert hast, dann drück hier unten auf den Knopf. Dann bist du instant schön. Glaub mir. Und toll. Und nice. Und alles das, was du dir wünschst. Und du machst mich glücklich. Hier geht's heute weiter mit einem Produktvideo. Darauf freue ich mich sehr, denn ich habe das Vorgängermodell schon abgecheckt. Und jetzt soll es ein bisschen geiler sein. Ich freue mich drauf. Es handelt sich um den Panasonic SoundSlayer. Die genaue Typenbezeichnung ist SCGNW10E. Aber ich weiß, das ist euch wahrscheinlich egal. Es ist auf jeden Fall der Nachfolger des Next Speakers, den ich hier schon abgecheckt hatte. Das war die kabelgebundene Version. Jetzt ist dieses Gerät etwas kraftvoller von der Ausstattung, also von der Leistung. Und ihr seht es hier, wireless, also kabellos. Und das ist natürlich bei so einem Speakersystem unfassbar geil. Ich bin gespannt, wie es sich auch hier verhält mit der Immersion beim Zocken. Du sollst halt hiermit zocken können. Ne, also wie ist es, wenn ich Shooter spiele? Wie ist es, wenn ich Strategiespiele spiele? Da gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Außerdem, es ist jetzt wireless. Wie verhält es sich da mit der Latenz? Ist es überhaupt gut möglich, latenzfrei zu zocken? Oder habe ich doch irgendwie eine Verzögerung drin? Das werden wir abchecken. Natürlich dann auch mal mit anderen Leuten sprechen, mal so einen kleinen Call machen, wie ist die Sprachverständlichkeit, weil du kannst das Teil hier auch nutzen für Meetings. So. Und natürlich ist dann immer die Frage, warum brauche ich einen Kopfhörer, den ich mir um den Hals lege? Ich kann doch auch einfach einen Kopfhörer auf den Kopf setzen. Genau, aber das ist für manche Leute ein Problem. Die können Kopfhörer nicht so lange tragen oder finden es unangenehm oder tragen Brillen oder wollen schlichtweg nicht so abgeschottet sein, was ja auch ein legitimer Grund ist. Und dann ist so ein Next Speaker natürlich eine geile Sache. Ich werde gleich starten mit einem Unboxing und sage jetzt nochmal, wie am Anfang, viel Spaß mit diesem Video. Jetzt geht das Unboxing los. So, dann machen wir mal ans Unboxing. Ich finde es ja geil, dass sie hier ein anderes Kopfhörersystem verfolgen und da irgendwie am Start bleiben und auch eine zweite Edition davon herausbringen, die wireless ist. Weil, ich weiß es auch noch aus dem Studium, es gibt echt viele Leute, die mit Kopfhörern nicht so gut klarkommen. Das darf man echt nicht vergessen. Und ich verstehe es auch, dass sich da Druck entwickelt auf die Ohren. Und dementsprechend ist das eigentlich ganz nice. Und wir checken es mal weiter ab. Es gibt schon mal zwei Kabel, zwei USB-Kabel. Auf diesem hier ist eine Grafik abgebildet. Und die ist, glaube ich, nicht unwichtig, weil hier, seht ihr schon mit dem Haken, dieses Kabel ist für den Speaker und nicht für die Übertragungsbox. Ich habe mir sagen lassen, dass es beim Vertauschen dieser Kabel nicht funktioniert. Deswegen ist es wichtig. Ein großer Anwendungsfehler. Ihr müsst also das lange Kabel für die Transmitterbox benutzen. Warum gibt es ein kleines Kabel für den Speaker? Naja, da ist ein Akku drin. Der muss dann geladen werden. Hier ist die Übertragungsbox. Sie arbeiten hier nicht mit Bluetooth. Das ist ein Wireless-System. Hier steht auch Wireless-Transmitter. Bluetooth hat wohl den Nachteil, dass die Latenz zu groß ist. Die haben hier eine eigene Box dafür. Checken wir ab. Man denkt natürlich erst, hä, Moment, warum habe ich eine Box? Jeder normale Kopfhörer kann doch direkt mit dem Computer so verbunden werden. Ja, sie arbeiten hier halt nicht mit Bluetooth. Das ist der Unterschied. Hier gibt es noch ein kleines Manual. Alles klar, brauchen wir natürlich nicht. Klar. Ja, logisch. Und hier ist der Speaker. Er ist auf jeden Fall etwas schwerer als der Vorgänger. Hat mehr Gewicht. Die haben ja auch mehr Leistung eingebaut. Und von der Haptik, muss ich mal kurz gucken, von der Kamera. Von der Haptik sehr schön. Wireless, wie gesagt. Hier sind so kleine ergonomisch geformte Wobbles. Hier ist auch gummiert. Das hier ist auch flexibel, damit man auch mit dem Stirnacken da ordentlich reinkommt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier an Knöpfen und Möglichkeiten. Innenliegend gibt es drei Tasten. Ganz links gibt es den An- und Ausknopf. In der Mitte gibt es die EQ-Taste. Da kann man durch verschiedene Soundmodi durchsteppen, zum Beispiel RPG, First-Person-Shooter, Cinema. Daneben rechts gelegen ist der Mic-Mute-Knopf. Das bedeutet, ich kann das Mikrofon stumm schalten. Das Schöne dabei ist, dass dann auch die LEDs rot aufleuchten, damit ich sehe, okay, ich bin gemutet. Vorne gibt es dann auch den Lautstärkeregler, ein Volume-Dial, das ich gut erreichen kann, um die Lautstärke einzustellen. An der Seite ist der USB-Anschluss zum Laden. Ich werde erstmal den Speaker maximal laden. Ich nehme jetzt, wie gesagt, dieses Kabel, das kürzere von beiden. Da steht ja auch schon drauf, dass es nicht für den Transmitter geeignet ist. Kurzer zum Zeigen, wenn der Speaker am Netz angeschlossen ist, dann leuchtet der hier rot.
So, nächster Tag. Der Speaker ist geladen und zwar ist einfach die LED, die glaube ich auf dieser Seite war, einfach ausgegangen. Also es ist einfach, war nicht blau oder grün am Leuchten, ist einfach ausgegangen. Das heißt, es ist voll. Kabel steckt noch. Brauche ich jetzt nicht mehr, denn der Next Speaker ist geladen, wie gesagt. Jetzt brauche ich lediglich das lange Kabel. Das ist ganz wichtig, dass man das nimmt. Und natürlich die Box. So, Kabel und Box. Alles stelle ich mal scharf. Hier scharf stellen. Yo. Direkt verbinden. Und zwar ist hier ein USB-C-Anschluss. Es gibt da noch einen Output für einen optionalen Subwoofer, den ich jetzt nicht besitze. Aber vielleicht ist das für euch interessant, dass man auch noch ein bisschen mehr Basspower hat. Ne, und jetzt stöcke ich den einfach an meinen USB-Port vom Computer. Was passiert? Jetzt leuchtet schon sofort die Box auf. Next Speaker leuchtet auf. Nach kurzem Warten sind der Kasten und der Speaker jetzt auch Freunde. Schau mal, sie leuchten im Einklang. Toll. Das ist jetzt der Kasten, der eben Bluetooth ersetzt. Ist einfach ein Wireless-Übertragungsprotokoll, was zur Folge hat, dass die Latenz extrem gering sein soll. Unter 20 Millisekunden, da bin ich sehr gespannt, wie sich das anfühlt, weil ihr kennt es von Bluetooth, da ist manchmal Latenz drin und zwar gar nicht so wenig. Jetzt lege ich es zum ersten Mal an. Okay, also ähnlich wie der Vorgänger, ergonomisch gut, ist nicht belastend, nicht störend. Ich kann mich gut umdrehen, umsehen, kein Thema. Dieses Modell fühlt sich etwas wertiger an, muss ich sagen. Das ist noch irgendwie so ein bisschen erhabener. Und was schön ist, ich habe kein Kabel, was mich jetzt stört. Jetzt bin ich gespannt, kommt schon auf Anhieb Sound raus, den ich hier höre. Ich gehe mal ganz kurz in die Windows-Einstellung. Und es hat umgeswitcht, Kopfhörer Panasonic. Ja, es sollte klappen. Und Mikrofon hat es auch umgestellt. So, ich habe den Next Speaker jetzt am Laufen. Das ist geil. Jetzt habe ich natürlich schon direkt Bock drauf, einen Schritt weiter zu gehen, weil ich gerade sagte, na, es klingt schon so, als wäre jemand nah dran und macht da Dinge. Und ein Video, was schon relativ alt ist, aber immer noch ganz gut ist, meiner Meinung nach, ist der sogenannte Barbershop. Ein binaurales Video auf YouTube, was eben so ein 3D-Sound ganz gut simuliert. Und das war auch schon Teil meines Studiums damals, wo wir uns das reingezogen haben und geflasht waren. Es vermittelt ganz gut, was möglich ist. Und das möchte ich jetzt mir einmal ein bisschen zumindest zu Gemüte führen. Einmal mal reinhören. Now, let's begin the clipping. Now bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Man vergisst noch mehr, wenn man die Augen schließt, dass man in dieser Welt ist. Mir geht es jedenfalls so. Mein Eindruck ist gerade auf jeden Fall, dass es total gut funktioniert und sehr immersiv ist. Das soll uns jetzt gar nicht so sehr beschäftigen. Ich möchte Videospiele spielen und das machen wir jetzt. So, ihr seht jetzt gerade Helldivers 2, ein relativ neuer Titel mit einem sehr opulenten Sounddesign, wie ich finde. Sowohl ist da viel Musik drin, als auch große Schlachten. Wir kämpfen gerade gegen Roboter hier auf dieser Mission und da geht gut was ab, wird ordentlich geballert, könnte man sagen. Und dementsprechend bin ich gerade mal gespannt, wie sich die Speaker verhalten. Und ich mache jetzt mal laut. Neues Magazin. Magazin leer. Letzte Startup. Jetzt. Ich bin nochmal in ein anderes Spiel eingetaucht und zwar ist das Kingdom Come Deliverance. Kennen einige schon auch von meinem Kanal, habe ich ja durchgespielt und wollte hier nochmal rein eintauchen, weil ich einfach das Spiel von der Atmosphäre super gut finde. Und ich wollte auch nochmal stellvertretend ein Rollenspiel mir angucken, nochmal. Mal zu gucken, wie hier das mit dem Sound so abläuft, was hier so abgeht. Rühr dich nicht von der Stelle! Du da! Halt! Ergib dich! Komm! Herrgott! Thank you.
Ihr Lieben, ich habe das Mikrofon geswitcht. Ihr hört es, glaube ich, auch direkt. Es ist jetzt der Panasonic Next Speaker mit dem integrierten Mikrofon. Natürlich ist es von der Audioqualität schlechter als mein Studio hier. Wäre allerdings auch komisch, wenn nicht, muss ich sagen. Dementsprechend ist das gerade nicht so schlimm. Ist natürlich im direkten Vergleich auffällig. Aber für Zock-Sessions, für Meetings sollte das komplett ausreichend sein und absolut gut funktionieren. Die Sprachverständlichkeit ist ja da. Und ich laufe mal einmal durch mein Studio, damit ihr auch seht, es ist wireless. Und ich auch weiß, okay, die Verbindung klappt auch noch hier hinten bei mir in der Räumlichkeit. Und ja, ich sehe es an dem Pegel von OBS, mit dem ich ja gerade aufzeichne. Da scheint alles gut zu funktionieren. Und ich bin mal selber gespannt, wie sich die Aufnahme anhört und werde jetzt hier einen kleinen Zeitschnitt machen und mal ein paar Meetings haben damit, mehr zocken und nicht einfach nach 1, 2, 3, 4 Tagen, nach einer Woche, keine Ahnung, hier zurückmelden und das ins Video schneiden. Ihr kriegt davon nichts mit. Das weiß ich. Ihr kriegt davon gar nichts mit. Also. Ah, habt ihr gar nicht gemerkt, dass jetzt ein paar Tage vorbei sind, ne? Ja, ich habe gezockt, habe YouTube-Videos geschaut, habe auch Meetings mit dem Next Speaker gehabt und kann jetzt auf jeden Fall mehr über das Gerät sagen. Und das werde ich im Fazit tun. Bevor ich das aber mache, habe ich mir noch einen Test überlegt, der natürlich sehr subjektiv ist. Ich versuche aber, meinen Höreindruck euch mitzuteilen. Und zwar möchte ich nochmal ins 3D-Audio einsteigen. Dafür habe ich mir Apple Logic hier aufgemacht und werde jetzt einen Versuch durchführen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich gehe rein. So, und zwar habe ich mir in Logic ein Drum Loop rausgesucht. Und diesen Drum Loop kann ich jetzt, ihr seht es links im Bild, kann ich um meinen Kopf rotieren lassen, wenn man so will. Ne? Stereo kennt ihr ja, links, rechts. Aber hier habe ich auch die Möglichkeiten, Klang von hinten zu simulieren. Wenn ich jetzt Speaker hinter mir hätte, von einer 5.1 Surround-Anlage zum Beispiel, dann käme der Output hier raus, aus den hinteren Speakern. Jetzt habe ich hier ja aber auch ein paar Speaker verbaut in dem Gerät, in dem Next Speaker. Und möchte einfach mal hier meine Eindrücke versuchen zu deuten und vor allen Dingen die Ortung zu benennen. Wie klar ist es? Wie funktioniert es? Und das machen wir jetzt einfach mal. Also was ich beeindruckend fand, dass du auf jeden Fall die Ortung überall hören kannst. Ich meine, ich habe schon viel gezockt und dann habe ich ja auch immer den Eindruck, ah ja, ich glaube, da ist was, da hinten ist was. Aber jetzt hier mit einer Audio-Software zu visualisieren, wo die Schallquelle sitzt und dann zu überprüfen, deckt sich das mit dem Eindruck, ist auf jeden Fall noch was anderes. Und das kann ich auf jeden Fall zu 100% bejahen und finde ich cool. Lass uns hier einen Cut machen und kommen wir zum Fazit und zu meinen Erfahrungsberichten. Also, der Panasonic Next Speaker geht in die zweite Runde mit einer Wireless-Version. Das habt ihr jetzt gesehen, dieser Kasten kommt damit und es ist eben dieser Speaker, der sich um den Hals legt. Was kann ich darüber sagen? Also, es gibt viele, viele Vorteile, es gibt auch ein paar Nachteile. Ich fange mit den Nachteilen an. Meiner Meinung nach empfiehlt es sich schon, vielleicht noch einen Subwoofer zu Hause zu haben, wenn man auf viel Bassleistung Wert legt. Denn die kleinen Lautsprecher, die hier verbaut sind, können nicht den immensen Schalldruck aufbauen, um ein wuchtiges und volles Bassgefühl aufzubauen. Finde ich wiederum aber auch nicht schlimm. Dafür ist alles sehr definiert, sehr klar, verzerrungsfrei und du kriegst alle Informationen audiotechnisch komplett vermittelt. Also ist auch alles gut. So, aber das ist auf jeden Fall ein Nachteil für Leute, die krasse Bassleistungen erwarten und es vielleicht gewohnt sind,
dass es stark drückt. Der Speaker ist kompatibel mit dem PC, ist kompatibel mit der PlayStation 5. Alles cool. Wermutstropfen kommt aber jetzt. Es gibt keine Xbox-Kompatibilität. Beziehungsweise zumindest Stand jetzt. Das muss man wissen. Steht also auch auf der negativen Seite. Positiv ist, dass ich jetzt kein Kabel mehr habe, dass ich von der Latenz wirklich gut dabei bin, unter 20 Millisekunden, und das ist absolut zu vernachlässigen, was daran liegt, dass sie einfach auf Bluetooth verzichtet haben und deswegen auch diesen kleinen Kasten dabei haben. Da hat man sich schon was dabei gedacht. Ich habe jetzt die Wireless-Version, das heißt, ich bin mobil. Finde ich gut. Ich bin nicht mehr eingeschränkt mit dem Kabel. Ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt zum Vorgänger. Da hatte ich ja noch die kabelgebundene Version. Ich habe jetzt mehr Saft auf den Lautsprechern, ein bisschen mehr Wumms, ein bisschen wuchtiger, auch wenn ich gesagt habe, ey, die Bassleistung ist nicht überragend, aber dennoch ist sie mehr als beim Vorgänger und das finde ich cool. Sie haben auf jeden Fall genug Power. Dann habe ich den weiteren Vorteil, dass alle Leute, die Probleme mit Kopfhörern haben, die Brillenträger sind und vielleicht auch Schmerzen haben, wenn sie Kopfhörer tragen, hiermit total entlastet sind. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich dachte es ja schon vorher im Video, während meines Studiums gab es viele Leute, die gesagt haben, boah, ich kann einfach die Kopfhörer nicht mehr aufhaben. Und auch ich muss jetzt sagen, ich habe mich sehr daran gewöhnt, in den letzten Tagen mit diesem Gerät zu arbeiten, weil es doch sehr angenehm ist. Ich habe einfach nichts im Ohr, nichts am Ohr, und ich vergesse, dass ich diesen kleinen Kranz hier trage und finde es ganz geil. Macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten, und das ist natürlich ein immenser Vorteil. Des Weiteren bin ich nicht abgeschottet von der Außenwelt, was in gewissen Situationen natürlich auch gewünscht ist. Das heißt, wenn ich im Haushalt auf die Klingel achten muss oder auf grundsätzlich Dinge achten muss parallel, dann ist es total super, mit dem Next Speaker zu arbeiten, zu zocken. Denn ich bin nie abgeschnitten oder abgeschottet und habe nie das Gefühl, irgendwas richtig Wichtiges zu verpassen. Des Weiteren ist auch die Beschallung im Raum, das kann ich auch nochmal sagen, nicht so krass. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und alles gut verstehe, dann ist hinter mir die Schallwirkung nicht so groß. Das heißt, man kann auch zu zweit in einem Raum sitzen, weil das ist ja der große Vorteil von Kopfhörern auch, dass man einfach für sich ist. Das ist hier auf jeden Fall nicht so stark, wie ich es anfangs gedacht hätte, dass alle Leute direkt genervt sind, wenn man den Next Speaker auf hat und zocken will. Also das ist auf jeden Fall viel, viel geringer als ursprünglich angenommen. Dann kann es auch ein Vorteil sein, dass die Optik natürlich eine andere ist als mit Kopfhörern. Kommt immer drauf an. Also mein Kopf ist jetzt frei. So, das ist vielleicht bei Meetings auch ganz schön oder bei Aufnahmen. Aber das ist natürlich auch immer sehr subjektiv. Möchte ich auf jeden Fall auch mit erwähnen, dass ich ja nichts auf den Ohren habe. Und dementsprechend noch mein letzter wichtiger, sehr, sehr wichtiger positiver Aspekt. Den finde ich wirklich total gut, und zwar schone ich meine Ohren. Das bedeutet, ich laufe nicht in Gefahr, mir durch zu hohen Schalldruck mein Gehör zu zerstören. Da bin ich auf jeden Fall entlastet, und das finde ich absolut geil und nicht zu vernachlässigen. Ja, ich bin Schlagzeuger, ich bin ganz oft hohen Lautstärken ausgesetzt, und das ist komplett dumm. Das heißt, ich habe Gehörschutz drin, achte darauf und finde es auch hier mit diesem Speaker toll, dass man nicht in Gefahr läuft, sein Gehör zu zerstören, weil das geht dann doch schneller als gedacht. Finde ich auf jeden Fall auch einen wichtigen Aspekt. Das heißt, wir haben ein paar negative Punkte, wir haben auch einen Haufen positive Punkte. Ob der Speaker was für euch ist, müsst ihr letzten Endes selbst herausfinden. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, weil ich einfach das Konzept geil finde. Ich finde es schön, dass sie den Schritt weitergegangen sind in der Wireless-Edition. Finde ich auf jeden Fall wesentlich angenehmer als mit Kabel. Einfach, weil ich jetzt mich durch die Wohnung bewegen kann, am Arbeitsplatz mich frei bewegen kann, und ist auf jeden Fall toll. Ach so, die Akkuleistung, das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Akkuleistung wird mit 9 Stunden angegeben. Ich habe es getestet, läuft etwas länger sogar. Das heißt, ihr könnt komplett die Arbeitsschicht mit dem Speaker überstehen, könnt zocken genügend, und dann wird es halt aufgeladen oder wird aufgeladen, dann geht es halt weiter. Gut, wie ist es mit der Sprachverständlichkeit bei Meetings? Komplett gut, niemand hat sich beschwert, ihr habt den Sound schon gehört. Klar, etwas telefonischer, etwas mehr boxy, so die ganze Stimme, aber insgesamt von der Sprachverständlichkeit, von den wichtigen Aspekten, die man braucht, alles da.
konnte Meetings gut durchführen, ohne dass es komische Rückkopplung gab oder Übersprechungen gab. Dann natürlich noch die Frage, wie teuer ist der Speaker und wo bekomme ich den? Kostenpunkt, ihr seht schon, 299 Euro und er wird exklusiv auf der Panasonic Website vertrieben. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ansonsten habt ihr hier oben auch noch einen Direct-Link zum draufklicken. Ja, und ich glaube, damit bin ich am Ende meines kleinen Reviews angekommen. Wie gesagt, es ist natürlich subjektiv. Das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden, wie man mit dem Speaker so zurechtkommt. Ich finde auf jeden Fall, und das habe ich schon gesagt, dass es ein geiles Konzept ist und dass ich mich damit wohlfühle und auf jeden Fall auch privat jetzt weiter den Speaker nutzen werde. Und dementsprechend gibt es von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für all die Leute, die sagen, okay, ich suche was anderes als einen normalen Kopfhörer aus den genannten Gründen, die ich eben aufgezählt habe. Auf jeden Fall eine super coole Alternative. Dementsprechend Daumen hoch, Panasonic. Danke fürs Review durchführen lassen. Und bei Instagram auf Social Media habe ich noch eine kleine Verlosungsaktion am Laufen. Schaut da auch gerne mal rein. Und ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare. Abonniert gerne den Kanal und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt sie einfach. Ich versuche das alles zu beantworten. Dankeschön, bis dahin. Liebe geht raus, euer Krogi.